Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Demospiel. Heute spielen wir die Demo zu In the Dark. Wenn euch das Video gefällt, natürlich ein Abo und ein Like da lassen. Und wenn ihr selber Ideen habt, welche Demo ich mal anspielen soll, in die Kommentare damit. Ja, hallihallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Spiel. Heute spielen wir In the Dark. Heute Morgen habe ich es schon angekündigt. Ich will dienstags jetzt versuchen, immer irgendein Demospiel zu bringen. Was genau ich damit meine, das könnt ihr in dem einen Video, was ich jetzt gerade eben schnell verlinke, auch nachgucken, damit ich hier nichts erklären muss. Ich gucke mir immer nur einen Trailer zu den Spielen an und spiele sie dann dienstags. Und heute ist In the Dark dran. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktionieren wird. Ich habe nur so einen kleinen Ausschnitt halt gesehen und kann dadurch halt noch nicht so viel sagen. Ja. Okay, dann folgen wir mal dem Licht an. Welche Taste soll ich jetzt drücken? Also, das läuft einfach von automatisch ab. In the Dark. So, das kleine Männchen da sind wir. Das weiß ich schon durch den Trailer. Whip. Ich würde gerne lesen. Tag 4. Es ist dunkel. Dunkler als erwartet. Ich weiß nicht, was Patentified heißt, aber sie sind gekommen. Ich muss mich bewegen. Ich muss weitergehen. Hier zu bleiben wird nichts verändern. Ja, das kleine Männchen sind wir und jetzt laufen wir hier mal durch. Rup, rup. Habe ich auch einen Doppelsprung? Ich kann zumindest sehr hoch springen. Hui! Okay, lesen. Tag 6. Sie wollen mich nicht hier. Das ist viel zu offensichtlich. Es schmerzt wirklich. Aber nächstes Mal. Nächstes Mal kann ich es weiterbringen. Und da unten! Hui! Okay, kein Fallschaden. Gut zu wissen. Rup. Soll ich hier oben lang? Ich schätze mal, ich soll da oben lang. Whip. Muss gerade hier noch lernen, was Hintergrund ist und was nicht. Kann ich auf dich draufspringen? Nein. Ich sollte mich von dir fernhalten. Gut, das habe ich jetzt gelernt. Tschüss. Tag 0. Versuch's nochmal mit mir. Okay, ich habe gerade gespeichert. Okay, nicht in die Stacheln laufen. Achso, ich dachte, da kann ich drauf. Ja, Kacke. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ja, das war schon mal ein prima Anfang. Jetzt darf ich mich nie mehr treffen lassen. Hopp. Was bist du denn? Bist du mir freundlich gesinnt? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, definitiv nicht. Du hast viele meiner Freunde umgebracht, das sehe ich doch. Nein, schlag mich bitte nicht. Life of 30 Coins. Ich habe keine Münzen, ich bin ein armes Würstchen. Boah, diese Fallanimation, die sieht so extrem aus. Ich höre Mozart auf jeden Fall im Hintergrund. Ohne Kiste. Münzen! Okay, damit kann ich mir ja Leben kaufen. Aber ich denke mal nicht, dass ich da oben hinkomme, außer ich schaffe einen Moonjump. So. Jetzt hier schön runter. Das sieht unheimlich aus. Tag 9. Ich habe es diesmal etwas weiter geschafft, aber sie sind stark. Ich brauche irgendeine Waffe.
Ich kann das nicht auf. Ich kann das. I can't do this on my own. Ich kann das nicht auf. Ich kann das nicht alleine schaffen. So, ich hab's jetzt endlich mal hinbekommen. Dabei war ich nicht mal so schlecht in Englisch eigentlich. Und es klang für mich jetzt so, als würde ich hier irgendwo eine Waffe kriegen. Brauche ich vielleicht auch. Haha, hast mich nicht bekommen. Ich hüpf dir einfach davon. Tag 0. Versuch's nochmal mit mir. Okay. Laufe ich im Kreis? Hier liegen sehr viele Tote. Ah! Jetzt habe ich eine Waffe. Jetzt kann ich mich wehren. Und die Welt zerstören. Zack. Ich kann auch entscheiden, in welche Richtung ich schlage. Okay. Du kriegst mich nicht! Wahaha! Jetzt, wo ich mich wehren kann, seid ihr nicht mehr so gefährlich! Hütet euch lieber vor mir! Zack! Nö, du kriegst mich nicht. Den Versuch hast du dir verschenkt. Also ich finde auf jeden Fall, dass das gut gezeichnet ist, das Spiel. Und ich höre schon wieder dieses eine Ding von gerade eben. Ah, okay, wenn ich in der Luft schlage, dann bremst mich das auch. In der Luft. Zack. Ich soll mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit da hoch. Tag 0, versuch's nochmal mit mir. Okay, diese Tag 0 Dinger sind auf jeden Fall zum Resetten da. Soll ich vielleicht doch erstmal da hoch? Ich weiß gerade echt nicht. Wir wollen ja auch ein bisschen was vom Spiel sehen, ne? Zack. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen, like boy. Okay, ich kann in der Luft auch nach unten schlagen. Zack. Schlag mich nicht. Besiegt. Wahaha. So, jetzt aber. Jetzt habe ich mein Leben zurück. Jetzt seid ihr nicht mal mein Herr und Meister. So, das ist offen und da sind die Megamünzen drin. So, ich will jetzt, glaube ich, hier nach unten. Zack. Hier wäre ich, glaube ich, gerade eben runtergesprungen. Ich denke mal nicht, dass ich seitlich auf den Stacheln stehen kann. Das lief super. Ich habe ein, zwei Schläge kassiert. Nein, ich bin gegengelatscht. Du bleibst da hinten. Aua. Ich könnte dieses Live-Teil doch mal gebrauchen. Ah, ich kann mich so in der Luft abbremsen. Das ist ja interessant. Zack. Jetzt habe ich mich so einfach von euch töten lassen. Okay, wo kann ich mich denn wieder heilen? Tag 16. Mein Herz raste. Ich habe den wirklich viele von denen bekämpft.
Aber da sind viel zu viele, als dass ich sie alleine besiegen könnte. Sie kommen einfach zurück. Ich muss weitergehen. Ja, ich weiß, dass ich so manchen Übersetzungsfehler mache. Will ich da reinspringen? Mit meinem wenigen Leben wahrscheinlich nicht. Da hätte ich nur einmal falsch springen müssen und wäre tot. Du bleib da hinten. Oh, Kiste. Nein, ich bin daneben gesprungen. Wie so ein Mülleimer. Der ich insgeheim auch bin. Okay. Das Geld hätte ich. Oh oh. Besiegt. Ganz leichte Sprünge. Achso, hier wäre ich gerade eben rausgekommen. LOL? Ich konnte mich so gerade nach oben boosten. Okay, kann ich mir kennen? Hallo, wer bist du denn? Jetzt habe ich eine doppelte Klinge. Okay, das ist mehr als interessant. Ich muss aufhören, da reinzuspringen. Nein. Nee, warte, das ist nur wieder dieser Todesweg. Den müssen wir nicht gehen. Hoffe ich. Aua. Ich brauche so ein Heilding schon wieder. Kann ich die Kiste eigentlich jetzt nochmal neu öffnen? Nö. Versagt und weg ist das Zeug. Tot. Aber mein Zeug liegt hier. Nee, doch nicht. Hier liegt nur meine Leiche. Na, wie geht's dir, Kollege? Ich glaube, das war meine Heilstation, die ich so sehnlichst erhofft hatte. Aber interessant ist das Spiel zu diesem Zeitpunkt schon mal. Okay, wieder so eine Speicherstation. Ich glaube, du bist der Endboss. Ja, du bist der Endboss. Aua, aua, aua. Warte mal, das Ding ist doch jetzt wieder heile, was ich gerade eben zerschlagen habe. Oder? Nee. Hier ist alles kaputt. Schade, ich wollte nämlich gucken, ob das wirklich die Heilstation war. Ich verstehe die Story noch nicht so ganz. Aber das kommt bestimmt noch. So, zack. Jetzt kommt wieder ein Jump'n'Run, den ich höchstwahrscheinlich verkack. Moonjump-Theorie funktioniert ja auch nicht. Ich will nicht da rein. Ich sagte, ich will nicht da rein. Tag 19. Ich werde besser. Das tue ich wirklich.
Vielleicht kann ich das schaffen. Vielleicht. Oh Gott. Es werden ja immer mehr von diesen Stacheln. Das ist wieder eine Kiste. Vielen Dank für die Münzen. Die nehme ich alle sehr gerne. Erstmal den Fliegenden. Nein. Brav. Zack. So. Jetzt sind wir hier, haben wieder eine Speicherstation. Ja, ich habe mir gerade eben dutzende Male mein Leben kaputt gemacht. Mann, bin ich nicht super. Der endlose Fall. Oh Gott! Du bist doch bestimmt der Bossgegner. Hilfe! Fries! Aua! Bitte töt mich nicht! Nein! Aus! Aua! Jetzt bin ich an der Reihe! Ich nehme dich auseinander! Ich weiß nicht, wie viele meiner Brüder du umgebracht hast. Aber dafür nehme ich dich jetzt auseinander. Jetzt im Ernst, wie viel Leben hat der? Bin tot. Jetzt habe ich ja meinen Bonus dabei. Okay, ich kann mir nicht mehr holen, als ich habe. Warte mal, ich versuche die ineinander zu kriegen. Nein. Friss. Ich will nicht in diesen Angriffen stecken, habe ich gelernt. Okay, das ist noch der Laserangriff. Oh, ich habe gewonnen. Na, du Lutscher! Ah! Hilfe! Der endlose Fall! Oh, da ist das Vieh noch runtergeklatscht. Ich habe nicht so viel. Ich glaube nicht, dass sie so viel von mir erwartet haben bis zu diesem Zeitpunkt. Sie sind wütend auf mich geworden. Wirklich wütend. Wie lange geht denn diese Demo? Muss ich jetzt mal ernsthaft fragen. Kann ich ihn noch weiter prügeln? Ey, ich kann die Leiche noch weiter prügeln. Jetzt bist du nicht mehr so stark, ne? Okay, weiter. Hab nochmal meiner Wut freien Lauf gelassen. So. Wohin geht's jetzt? Hallo? Hi.
Wow, hi. Überraschend, dich jetzt schon hier zu sehen. Der Part, der Pfad da vorne ist frei. Das ist eine leere Halle sozusagen. Aber es hat sehr gute Akustik. Naja, nebenbei, da ist ein kleines Dorf in der Nähe. Wenn du dorthin kommst. Seh dich irgendwann. Ich glaube, unsere Wege werden sich nochmal kreuzen. Ja, du spielst echt gut Trompete. Ich dachte, das wäre nur die Hintergrundmusik und dann spielt er auf einmal eine Trompete. Lol. Okay. Guck mal, das ist das Ende der Demo. Die bedanken sich beim Spielen. Ich soll jetzt natürlich noch darunter springen. Ich kam so nah. So nah. Noch ein bisschen weiter und ich wäre sicher gewesen. Ich muss das nächste Mal weiterkommen. Hui! Ja, und das war die Demo, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall. Also, ich fand, das war ein nettes kleines Spiel. Der Link zu jedem Spiel ist natürlich jedes Mal in der Beschreibung. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns damit beim nächsten Mal. Tschüss!